So, da bin ich jetzt wieder da. Ich würde sagen, bevor wir jetzt gerade die nächste Mission wieder machen, schauen wir uns doch mal ein bisschen auf dem Schiff um. Und vielleicht gibt es ja das ein oder andere interessante Gespräch. Ich dachte, es hat nämlich noch ein recht größeres Unterdeck hier, wo die Mannschaft ist. Habe ich mal der Sitzungsraum. Schauen wir uns mal hier um. Schon so lange nicht mehr. Okay. Eisen. Geht's hier noch einmal runter? Ah, da haben wir doch mal eine Tür. Okay, also hier hat es nochmal was. Keine Ahnung, wie im Disc gehört. Ah, Steppertsfach. Wo ich mir Sachen rausnehmen kann. Alles klar. Und da ist der Doktor. Wir werden uns mal ein paar Medigees holen. Ich glaube, mit dir sprechen wir mal. Ja, bitte, Commander. Was kann ich für Sie tun? Für mich nichts Interessantes. Dann gehen wir wieder. Ich muss jetzt gehen. Auf Wiedersehen, Commander. Ciao. Du hast Liara. Ja, wo sind die anderen? Fahren wir mit dem Aufzug mal nach unten. Stuhl. Von aus sieht das Schiff ja gar nicht so groß aus. Was so schön ist. Hey, Commander, brauchen Sie noch ein paar weitere Vorräte, bevor Sie starten? Was können Sie mir anbieten? Was immer Sie wollen. Rüstung, Waffen, Mods, keine Standard-Allianz-Ware. Aber das muss kein Nachteil sein. Aber zahlen müssen Sie natürlich trotzdem dafür. Warum sollte ich für meine Waffen und Rüstungen zahlen? Meine Waren stammen nicht aus dem Allianz-Arsenal. Ich muss sie selbst kaufen und sie sind nicht billig. Allein die verdammten Lizenzen haben mich ein Vermögen gekostet. Aber ohne Lizenzen keine Waren und ohne Waren kein Job. Okay, das ist sehr praktisch. Danke. Mit meinem eigenen nicht. Händler. Dann werde ich erstmal. Kommen Sie gerne wieder. Ja, gern. Werden wir erstmal das Quad hier optimieren, beziehungsweise. Machen wir automatisch. Ausrüstung. Maximal 170, 515 Avenger. Wobei ich bin mit dem Sturmgewehr halt einfach nicht zufrieden. So, mal ausrüsten. Und was haben wir noch an Mods? Kühlkörper, verbessertes Visier. Na, den Kühlkörper hätte ich dann, glaube ich, gern bei der Sniper. Oh, die macht 101 Schaden. Ja, das wollen wir mal wechseln. Und jetzt diese... Giftschaden. Waffenwirkung, so Schaden auf synthetische Ziele. Das kann ich auch mal machen. Und als zweites machen wir den Kühlkörper. Pistole 120. Bitte einmal wechseln. Giftschaden klingt auch nicht schlecht. Und verbessertes Visier. Gerade mal alles upgraden, was wir so haben. Hier fehlt uns auch noch was. Ja, machen wir das Visier. Und ich glaube, das war's jetzt, ne? Ja. Universalwerkzeug. Nö. Gibt's hier noch was Besseres? Das können wir halt nicht tragen. Das bringt uns nichts. Okay.
Okay, lass mal das erstmal. Ich möchte eigentlich gerne noch mit Garrus sprechen. Commander, das war gute Arbeit. Ich wusste, dass die Zusammenarbeit mit einem Spectre besser ist als das Leben bei der Zitadellsicherheit. Haben Sie schon mal mit einem Spectre zusammengearbeitet? Nun, eigentlich nicht. Aber ich weiß, wie sie sind. Spectres machen ihre eigenen Regeln. Sie können die Dinge auf ihre eigene Weise regeln. Bei der Zitadellsicherheit ertrinkt man in Vorschriften. Diese verdammten Bürokraten sitzen einem immer im Nacken. Die meisten Regeln gibt es aus einem guten Grund. Möglicherweise. Aber manchmal habe ich das Gefühl, die Regeln sind nur da, um mich von meiner Arbeit abzuhalten. Wenn ich versuche, einen Verdächtigen zu verhaften, sollte es unwichtig sein, wie ich es tue, solange ich es überhaupt tue. Aber die Zitadellsicherheit will, dass es auf ihre Weise getan wird. Protokoll und Prozeduren stehen an erster Stelle. Und darum musste ich gehen. Sie gingen, weil Ihnen nicht gefiel, wie Sie die Dinge regeln. Es steckte mehr dahinter. Anfangs war es bei der Zitadellsicherheit gar nicht übel. Aber je höher mein Rang wurde, desto mehr schränkte man mich ein. Die Art, wie die Zitadellsicherheit mit Saren umging, war typisch. Ich konnte es nicht mehr ertragen. Ich gehe nur ungern. Ich hoffe, Sie treffen die richtige Wahl. Es wäre traurig, wenn Sie sie später bereuen müssten. Tja, aus diesem Grund bin ich jetzt ja auch bei Ihnen. Dies ist meine Chance, von der Zitadelle wegzukommen und zu sehen, wie es außerhalb der Zitadellsicherheit so läuft. Ich habe jedenfalls vor, das Beste aus der Situation zu machen. Und ohne die Zitadellsicherheit, die mir über die Schulter sieht. Nun, vielleicht kann ich die Sache zur Abwechslung mal auf meine Weise regeln. Solange Sie Ihren Job gut machen, können Sie Ihre Angelegenheiten auf Ihre Weise regeln. Danke, Commander. Garrus spinnt. Garrus ausrüsten. Ah, so funktioniert das. Okay. Dann werden wir dich auch mal upgraden. Oh, du machst aber noch mehr Schaden. Das passt. Bei der Schrotflinte. Kannst du mal die nehmen. Pistole 120 ausrüsten. Präzisionsgewehr. Nimmst mal das hier. Das lassen wir so, wie es ist. Upgrades. Waffenwirkung bei dir. Und da haben wir nichts. Schauen wir mal hier. Panzerbrechend. Ich weiß, es ist ein bisschen langweilig, aber notwendig. Okay, dann das gleiche noch bei Rex. Einmal ausrüsten. Dann werden wir den Billigschrott verscherbeln. Okay, das reicht erstmal. Wo ist der Dude? Ich hab Schrott für dich. Brauchen Sie Vorräte? Ja. Zeigen Sie mir. Sehr gern, Commander. Verkaufen. Dann mal Schrott verkaufen. Und hier das ganze Zeugs. Nur die Rüstung und Upgrades lasse ich noch da. Präzisionsgewehr. Das kommt alles weg. Ich weiß nicht, ob es ein Limit hat von dem, wie viel ich da haben darf. Und bei... Ach, schaut euch mal die Preise an, ey. Vergleichen sehe ich dann... Ah. Okay, ja, ich würde aber nach wie vor nichts kaufen. Und wir haben hier noch was Wichtiges. Mit Ashley. Soll ich mit dir sprechen? Commander, haben Sie eine Minute Zeit zum Plaudern? Ist es was Dienstliches, Chief? Nein, Sir. Nun, vielleicht. Ich weiß, dass auf der Normandy einiges anders läuft, aber
Ich mache mir Sorgen wegen der Aliens, Vakarian und Rex. Bei allem gebührenden Respekt, Commander, sollten sie wirklich auf dem ganzen Schiff herumlaufen dürfen? Ja, warum nicht? Sie trauen ihnen doch bloß nicht, weil sie keine Menschen sind. Dies ist das fortschrittlichste Schiff der Allianz Navy. Ich denke, wir sollten ihnen nicht uneingeschränkt Zugang gewähren, damit sie ihre Nase überall reinstecken können. Maschinen, Sensoren, Waffen. Na, das geht soweit. Ich vertraue ihnen. Das reicht schief. Müssen Sie Ihre Vorgesetzten immer in Frage stellen? Sir! Nein, Sir! Glaubt, das hat Ihnen nicht gefallen. Tut mir leid. Ich bin zu weit gegangen. Ich werde wieder an die Arbeit gehen, Commander. Ich meine, ich verstehe das Argument, aber wir sind ja eigentlich auch Aliens. Okay, schauen wir mal ins Tagebuch. Das wäre Noveria, das Interesse der geht. Nach Noveria und nach Feros. Machen wir das mal. Gehen wir auf die Reise. Oh, da geht's ja noch weiter. Jetzt schaue ich mal nach hier unten. Basic. Maschinenraum. Okay. Dann glaube ich, haben wir alles vom Schiff gesehen. Dann ab zur Sternenkarte. Die war, glaube ich, ja genau eins höher. Ja, genau. Okay. Gerade mal gucken. Das war... Ich glaube, wir gehen zuerst nach Noveria. Oder was meinst du hier? Noveria oder Feros? Mit dem Geth-Angriff. Versuchen Sie Feros mal herauszufinden, warum die Geth die Kolonie angegriffen haben. Und da oben... machen Sie auf nach Noveria, um Berichte über Geth auf dieser Welt zu untersuchen. Ich wäre für Noveria. So, hier erstmal raus. Feros, Noveria. Mach mal Noveria. Ja, doch, das ist das Einzige. Noveria ist ein vergleichsweise kleiner Eisplanet, der nach normalen Standards als nicht bewohnbar gilt. Okay. Okay. 371.000 Leute. Schauen wir doch mal vorbei. Oberflächentemperatur minus 1 Grad Celsius. Okay, das wäre nichts für mich. Ich hab's gern warm. Landekontrolle. Hier ist die SSV Normandy. Bitten um Landeerlaubnis. Normandy, Ihre Ankunft ist nicht geplant. Unsere Verteidigungssysteme sind aktiviert und auf Sie gerichtet. Nennen Sie uns den Grund Ihrer Ankunft. Eine Zitadellmission. Wir haben einen Spectre an Bord. Landeerlaubnis erteilt, Normandy. Bitte richten Sie sich darauf ein, dass wir nach der Landung Ihre Identifikation kontrollieren werden. Wenn diese Identifikation nicht autorisiert ist, werden wir Ihr Schiff beschlagnahmen. Sehr gastfreundlich. Hier werde ich meinen nächsten Urlaub verbringen. Das ist in der Tat sehr gastfreundlich. Ja, dann schauen wir mal raus. War das erst in Mass Effect 2 oder 3, dass du Beziehungen haben konntest? Ich nehme euch beide mal mit. Ich
Innendruck wird Außenatmosphäre angeglichen. Logbuch. Kommandant ist an Land gegangen. Executive Officer Presley hat das Kommando. Moin sehen. Ja, sieht ein bisschen trostlos aus hier. Und kein Willkommenskomitee. Ach, da ist es ja. Das ist weit genug. Stimmt was nicht, Officer? Sie sollten hoffen, dass dem nicht so ist. Ihr Eintreffen wurde nicht angekündigt. Ich brauche Ihre Papiere. Ich bin Inspektor. Mein Name ist Shepard. Blödsinn, Ma'am. Wir müssen das überprüfen. Sie sollten wissen, dass Schusswaffen auf Noveria nicht gestattet sind. Sichern Sie Ihre Waffen, Sergeant Sterling. Das stimmt nicht. Wagen Sie es nicht. Niemand nimmt mir die Waffe weg. Laden und anlegen. Wir sind autorisiert, Gewalt anzuwenden. Ich zähle bis drei, dann liefern Sie Ihre Waffen ab. Eins, zwei, drei... Captain Matsuo, zurück mit Ihnen. Wir haben Ihre Identität bestätigt. Spectre sind autorisiert, hier Waffen zu tragen, Captain. Sie können passieren, Spectre. Hoffentlich verläuft der Rest Ihres Aufenthalts ruhiger. Parasini-San wartet oben auf Sie. Benehmen Sie sich. Wow, das war jetzt kurz vor Eskalieren. Soll das so sein, dass sie da so fliegt? Sieht ja irgendwie geil aus. Okay, fliegende Geschütze. Oh, sieht nur schön aus hier. Dach. Waffendetektoren. Ignorieren Sie den Alarm. Ja, wenn du das sagst. Ich bin Gianna Parasini, Administrator Anoles Assistentin. Wir entschuldigen uns für den Zwischenfall an der Andockbucht. Hat heute jemand Ihrer Sicherheitschefin in den Kaffee gepisst? Sie nimmt ihren Job sehr ernst und ist sehr wichtig für die Firma. Zu meinen Pflichten gehört die Einweisung von Neuankömmlingen. Haben Sie irgendwelche Fragen? Das ist ziemlich viel Sicherheit für so einen kleinen Raumhafen. Die Direktoren tun alles, was in ihrer Macht steht, um die Unternehmen unserer Klienten zu schützen. Führen diese möglicherweise illegale Forschungen durch? Dieser Planet untersteht nicht der Gerichtsbarkeit der Zitadelle. Hier ist Gesetz, was die Direktoren sagen. Wissen Sie, wie wertvoll dieser Planet ist? Wie viele Neuerungen in der Genetik und künstlichen Intelligenz hier begonnen haben? Ist hier vor kurzem etwas Ungewöhnliches passiert? Etwas Ungewöhnliches? Eine Asari-Matriarchin kam vor einigen Tagen vorbei. Lady Benesia. Sarens Helferin ist hier? Kann ich mit ihr reden? Benesia reiste vor einigen Tagen zum Komplex auf Gipfel 15. Soweit ich weiß, ist sie immer noch dort. Können Sie mir sagen, wie ich da hinkomme? Sie brauchen Administrator Anoleis Freigabe, um den Raumhafen verlassen zu können. Wo finde ich den Administrator? Sein Büro ist auf der Hauptebene. Oben, links, neben dem Fahrstuhl. Verstanden. Können wir jetzt reingehen? Natürlich. Kommen Sie zu mir ins Büro des Administrators, wenn Sie Hilfe brauchen. Commander, es könnte klug sein, Dr. Zoni mitzunehmen. Sie kennt Ihre Mutter besser als jeder von uns. Das ist ein Argument, aber ich weiß nicht, wie ich das jetzt noch ändern kann. Ich kann aber gerade mal das machen, weil ich schon mal hier drin bin. Vielleicht kommt dann noch mal die Option dazu. Achso, links neben dem Fahrstuhl. Also vermutlich, wenn wir hier oben sind. Willkommen im Han-Shan-Raumhafen, dem angesehensten Ort der Galaxis für unabhängige wissenschaftliche Forschung und Entwicklung. Zu Ihrer eigenen Sicherheit und um die Privatsphäre anderer zu schützen, haben Sie allen Anweisungen des Sicherheitspersonals Folge zu leisten.
Wenn Sie noch Fragen oder Bedenken haben, so stehen Ihnen unsere freundlichen Verwaltungsangestellten jederzeit zur Verfügung. Vielen Dank und einen angenehmen Aufenthalt. Ja, ein Ort, wo Wissenschaftler machen können, was sie wollen, das geht bestimmt gut aus. Ist er der Administrator? Ne, ist ein Händler. Muss ich gerade gucken. Also da runter und dann nach links. Gastfreundschaft müssen wir hier noch ein bisschen arbeiten. Moinsen! Wie kann ich Ihnen helfen? Ich möchte mit Anolees reden. Einen Moment bitte. Mr. Anolees? Ja, was? Was? Commander Shepard möchte Sie sehen, Sir. Gut, okay, kommen Sie rein. Alles klar. Shit's Office. Würde ich mir jetzt auch nehmen. Aber ich würde mir vielleicht nicht so einen Stein einfach mal so hier reinstellen. Ist Geschmackssache. Aber ja, sprechen wir mal. Sie werden verzeihen, dass ich nicht aufstehe. Ich habe keine Zeit, Weltraumvagabunden zu unterhalten. Alter, geht's noch? Haben Sie ein Problem mit Raumfahrern? Mit allen nicht sesshaften Leuten. Das sind unzuverlässige Kunden und sie zahlen keine Steuern. Dieser Empfang ist reine Höflichkeit. Ich werde nur so weit kooperieren, wie es die Direktoren verlangen. Unternehmen kommen hierher, um vor dem galaktischen Gesetz nicht aufzufallen. Und ich repräsentiere das galaktische Gesetz. Nur damit wir einander verstehen. Ich lasse nicht zu, dass Sie einen unserer Klienten belästigen. Diese Welt ist Privatbesitz. Machen Sie Geschäfte mit Saren? Agent Saren, einer Ihrer Spectre-Kameraden? Er ist einer der Hauptinvestoren von Binhex, einer Grundfeste von Noveria. Oha. Entwickelt Binhex für ihn neue Waffen? Das wäre angesichts seiner Interessen durchaus möglich. Was unsere Klienten in ihren Labors tun, ist ihre Sache. Ich hörte, dass eine Asari-Matriarchin hier sei. Benesia? Sie traf vor einigen Tagen ein, zusammen mit einer Eskorte und etwas Frachtgut. Jetzt ist sie auf Gipfel 15. Was meinen Sie mit Eskorte? Das versteht sich doch von selbst. Leibwächter, die ihre Person schützen. Hauptsächlich Asari-Soldaten. Soldaten? Finden Sie das nicht seltsam? Sie haben alle Bestimmungen beachtet. Ich hatte keinen Grund, Lady Benesia zu verbieten, sie mitzunehmen. Was können Sie mir über Ihr Frachtgut erzählen? Groß, schwer und versiegelt. Es hat den Waffenscanner passiert. Alles andere geht uns nichts an. Ich muss Sie sofort sehen. Das geht leider nicht. Gipfel 15 ist eine private Einrichtung in den Skadi-Bergen. Außerdem tobt dort gerade ein Schneesturm. Die Shuttles können nicht fliegen und alle Wege sind unpassierbar. Haben Sie Wege gesagt? Unpassierbar, sagte ich. Die Straßen sind nicht zum Reisen geeignet. Machen Sie es nicht schwerer, als es ist, Shepard. Vergessen Sie ihn, Commander. Wenn er uns nicht helfen will, suchen wir uns jemand anderen. Ja. Was hat sie hierher geführt? Wenn ich es wüsste, dürfte ich es Ihnen nicht sagen. Sie kam als Agent Sarens Vollstreckerin hierher. Sie ist im Auftrag von Binhex hier. Es gab Probleme auf Gipfel 15, um die sich Saren kümmern muss. Ja, gut. Ich habe momentan keine weiteren Fragen. Gut. Alter, wie freundlich. In der Zwischenzeit ein Dutzend dringende Nachrichten. Den würde ich am liebsten eine klatschen. Und Hauptsache, das Geschütz ist schon wieder da. Wow. Die Leute haben echt ein Problem hier. Okay. Was sagt jetzt das Tagebuch dazu? Ein Garagenpass. Sie benötigen einen Pass, um den Handschuhenraum verlassen zu können. Solche Pässe haben nur Anneloys und andere bedeutende Verwaltungsangestellte. Soll heißen, ich muss mit dem doch nochmal reden? Ich habe sehr viele andere lästige Dinge zu erledigen. Was wollen Sie jetzt schon wieder?
Weil bei ihm, glaube ich, komme ich nicht weiter, oder? Ich hörte, dass einer... Sie traf vor einigen Tagen ein, zusammen mit einer Eskorte und etwas Fracht. Zurück zu meiner... Jede Minute meiner Zeit, die Sie verschwenden, kostet die Firma 12... Machen Sie... Er ist einer der Hauptinvestoren von Binhex, einer Grundfeste von Noveria. Okay, na, bei ihm komme ich nicht weiter. Gut. Ich erhielt in der Zwischenzeit ein Dutzend dringende Nachrichten. Ja, du mich auch. Mr. Anoulaes ist nicht der Einzige, der einen Pass zum Verlassen von Han Shan hat. Sie haben noch nie für ein Unternehmen gearbeitet, was, Commander? Bürokratie kann man nicht mit Gewalt bezwingen. Okay. Was würden Sie tun? Reden Sie mit Lorik Keen. Den finden Sie an der Hotelbar. Mehr kann ich nicht sagen. Nicht in Hörweite von Mr. Anoulaes. Warum hilft sie uns? Wie groß sind die Laboranlagen hier? Wir haben in den Bergen 17 Forschungskomplexe errichtet. Jeder versorgt sich selbst und beherbergt mehrere hundert Angestellte. Sie sagten, dass ich mit Lorik Keen reden soll. Mr. Anoulaes ist nicht der Einzige, der Han Shan dank seines Passes verlassen darf. Keen ist im Hotel, da sein Büro geschlossen wurde. Ich habe Ihre Zeit genug in Anspruch genommen. Ganz und gar nicht, Spectre. Das ist schließlich mein Job. Bist du sicher, du hintergehst deinen Chef? Ja gut, aber dann quatsch mit ihm, aber... Das ist irgendwie nicht schlüssig. Okay, und wo ist die Hotelbar? Plaza. Also da unten einmal durch und dann... auch zum Aufzug. Ja, das beste Wetter haben wir halt wirklich nicht. Aber das sollte uns ja mit unseren Vehikeln ja nicht wirklich stören. Andererseits, wir könnten doch einfach mit der Normandy hier wegfliegen und zu dem Gipfel hinfliegen. Dürfte ja nicht so ein Problem sein. Theoretisch, oder? Ich glaube, hier müsste es sein. Erstmal trinken gehen, ja, ist ja immer eine gute Idee. Ach, so ein Bier wäre geil. Oder noch viel gerne an Caipirinha. Den trinke ich ab und zu schon noch gern. Da ist er ja. Ich würde gern kurz mit Ihnen reden. Bist du immer fremde Leute an, die aus dem Aufzug rauslaufen? Der Mann an der Hotelbar. Sein Name ist Rafael Vargas und er ist Handelsvertreter bei Binhex. Ich möchte, dass Sie mit ihm reden. Warum sollte ich? Was auch immer ich tun soll, fragen Sie jemand anderen. Ich bin beschäftigt. Mein Fehler. Ja, das hätte ich vermutlich gemacht. Ja, ne. Mein Sinn. Guten Tag. Setzen Sie sich und trinken Sie was. Was kann ich für Sie tun? Sind Sie Lorik Keen? Ich hörte, dass Sie mir vielleicht helfen können. Sie sind der Spectre, der eben ankam, nicht wahr? Wie kann ein alter Turianer wie ich Ihnen denn helfen? Ich muss in die Garage, um an andere Orte zu gelangen. Sie brauchen einen Pass. Was für ein Zufall. Ich bin der Leiter des hiesigen Büros von Synarque. Zumindest im Moment. Mr. Anoulaes hat mein Büro geschlossen. Er behauptet, Berichten über meine Korruption nachzugehen. Der Administrator ist ein interessanter Mann. Er ist ziemlich reich geworden, seitdem er die direkte Kontrolle über die Mieten hat. Da gibt es wohl einen Zusammenhang. Allerdings. Ich habe Beweise für Anoulaes Machenschaften. Er heuerte Schläger an, die in meinem Büro danach suchten. Ich vermute, dass ihr Ziel außerhalb dieses Raumhafens liegt. Mr. Anoulaes hätte was dagegen, sie umherstreifen zu lassen. Wenn Sie mir die Beweise aus meinem Büro holen, erhalten Sie meinen Garagenpass und einige Credits. Haben Sie einen Plan? Den habe ich. Allerdings gibt es da noch ein... Wie sagen Sie Menschen doch gleich... Haar in der Soße? Es könnte erforderlich sein, gewaltsam gegen Mr. Anoulaes Schläger vorzugehen. Mitglieder des Sicherheitsteams von Han Shan haben mein Büro durchsucht. Er bezahlt sie insgeheim. Miss Matsu weiß nichts von dieser Nebenbeschäftigung.
Ich werde mich darauf konzentrieren, Ihnen die Beweise zu liefern. Wenn ich Glück habe, muss ich gegen niemanden kämpfen. Großartig. Hier ist mein Zugangspass fürs Büro. Er aktiviert den Fahrstuhl. Die Beweise sind in meinem Bürocomputer. Die OSD enthält einen Zugangscode, mit dem Sie darauf zugreifen können. Stecken Sie sie ins Laufwerk. Der Rest geschieht automatisch. Und vermeiden Sie Blutflecken auf dem Teppich, ja? Ja, ich versuch's. Und wir werden hundertprozentig Stress kriegen. Wo ist denn das jetzt? Also hier ist das Hotel. Ja, also garantiert wieder raus. Lass uns hier mal umgucken. Was für ein Angebot haben Sie Ihnen gemacht? Ein gutes. Ich sollte lieber keine Zahlen nennen. Sie geben sie sowieso nur ungern heraus. Sämtliche Sonderleistungen natürlich. Oh, sicher. Okay. Die Firma kümmert sich um ihre Mitarbeiter. Ja, Versicherung bezahlt. Hier geht's nicht rauf, Raphael, irgendwas. Haben Sie von dem Ferienort hier gehört? Also die Architektur ist schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber ich habe schon Schlechteres gesehen. Türsteher. Was gibt's denn da dahinter? Tut mir leid. Der Zutritt zum Hotel ist nur Firmenmitarbeitern gestattet. War ja klar. Nicht auflegen. Großer Bruder? Ich bin's. Ich bin jetzt auf Noveria. Ich kann nicht lange reden. Dieser Anruf kostet mich 10 Credits pro Minute. Er findet in Echtzeit aus der Traverse statt. Glaubst du, das wäre preiswert? Ich brauche Informationen. Es gibt hier ein 10 Credits pro Minute? Also sprich 10 Euro pro Minute. Der wurde auf frischer Tat ertappt. Der Administrator von Hanshan hat das Büro geschlossen. Was? Pavora sucht wieder das Trinken, oder? Kannst du den Namen aufschreiben? Ja. Bist du bereit für den Namen? Ranadril Ganswa Fusum Karate Narjan Bel Anovix. Richtig geile Rüstung. Ja. Verschwinden Sie. Ja, ich gehe ja schon. Mein Gott. Probieren wir mal. Krass! Sicherheitslogs, nicht dass sie die Übertragung. Ich weiß nicht, ob sie hier empfangen können, Doktor, aber sie müssen sich so schnell wie möglich den Sicherheitsbereich begeben. Ihre Verbindung zu unseren Organisatoren ist bekannt geworden. Ihre Basis im Newton-System ist nicht mehr sicher. Wiederhole beginnen. Was bringt mir jetzt diese Info? Rein. Eis. Sieht aus wie so ein Gaming-Stuhl, ne? Aber ich stelle es mir nicht ganz so bequem vor, so wie das vom Design hier ist. Ah, ich würde so gerne sprinten können. Wenn es hier ein bisschen schneller geht. Gut. Ciao und ciao Marlene, die einfach irgendwelche Personen anredet. Los geht's. Dann unbedingt meine Katzen kurz füttern. Die sind die ganze Zeit bei meinen Füßen und wollen was zum Futtern haben. Was soll man denn sonst machen, wenn draußen ein Schneesturm tobt? Ich würde rausgehen. Ich würde es doch cool finden. Also nicht lang, aber trotzdem. Wo muss ich hin? Züge IQ. Da unten. Ich glaube, da müssen wir hin. Bestens haben wir ja da diesen Sicherheitschip gekriegt. Ja, warte mal, das ist jetzt die Garage, ne? Ne. Ist noch richtig. Was nicht drin in der Wärme zucken? Naja. Verwirrung? Ach so, da wird es zur Garage gehen. Okay, dann gehen wir hier mit dem Aufzug erstmal weiter. Stehen bleiben. Hanshan Sicherheit. Dieses Büro ist geschlossen. Lorik Keen hat mir den Zugangspass gegeben. Keen? Arbeiten Sie für ihn?
Gegen ihn wird ermittelt. Shit, die Option habe ich nicht. Ich gehe jetzt da rein und möchte Sie nicht verletzen. Warum verschwinden Sie nicht einfach? Tun wir einfach so, als wäre das nie passiert. Wollen Sie Ärger machen? Okay, gibt Stress. Sabotage. Bei ihm machen wir mal Blutbad und du machst Overkill. Hat volles Pfund aufs Maul. Na, nicht verstecken hier. So. Also, die neuen Waffen bringen's. Ja, jetzt lauf doch nicht weg. Sehr gut. Ja, danke, dass du da vorne reinlaufst. Einen haben wir noch, den wir mal zur Anno kriegen. Zum Gamerstuhl nochmal, ne? Also wo du... Es gibt ja diese Setups, wo du ja wirklich so richtig schön drin liegen kannst. Und der Monitor dann so nach oben geht. Hey, das muss so cool sein. Wenn ich damals einen Geldscheißer hätte, ich würde es mir kaufen, sowas. Ja, gute Waffen hier. Und hier gibt es auch noch was. Wollte ich gerade mitnehmen. Nein. Sehr gut. Hier, das ganz viel gar nichts. Ganz ehrlich, das sieht so ein bisschen aus wie oben. Nur, dass halt hier die Rechner fehlen. Bis die Person zur Händenadministration angelangt ist, ein Mann namens Garrett sucht nach Informationen über den Aufenthaltsort einer unserer Frachter. Er glaubt, dass das Schiff seines Bruders auf der Reise durch den Strenus-System von Piraten angegriffen worden sein könnte. Untersuchungen laufen. Das war's? Soll ich mit dir mal quatschen? Jedes Mal, wenn ich hier komme, tobt da draußen verdammter Schneesturm. Die hier ansässigen Firmen heuern private Sicherheitskräfte an. So ist es für sie einfacher, das Gesetz zu brechen. Ist jetzt hier ein Bug, oder? Ich verstehe es nicht ganz. Tagebuch. Wo kommt denn das jetzt alles her? Gehen Sie die Botschaft, launchen Sie das Zitadellpräsidium und teilen Sie... Okay, das sind die ganzen Nebensachen. Suchen Sie weiter, bis alle verschiedenen Schriften gefunden haben. Okay, ich glaube, das dauert länger. Sie haben die Leichen der Männer von Admiral Kao gefunden. Kehren Sie zum Zitadellturm zurück. Okay, das ist Zitadellzeugs. Reisen Sie das Notsystem mit Kepler-Rate, dann waren Sie den Doktor. Strenosystem. Okay, auf Nebenmission. Unser Ding. Bei Noveria. Nehmen Sie den Fahrstuhl und die Ebene Plaza zum Synchro-Key zu kommen. Suchen Sie dort nach Loris Computer, um die Daten herunterzuladen. Ja, ich bin beim Computer, aber ich kann ja nicht weiter was machen. Ist nicht noch irgendwo hier? Ah, da ist noch was.
Hat mir jetzt aber nichts gebracht. Ich gehe jetzt dann mal nach oben. Hier konnte ich noch rein. Das ist nur Stuff zum Holen. Also das Design haben sie auf alle Fälle hier wiederholt. Von der Bar her. Der ist er ja, der Schlingel. Okay. Das war's. Wo ist eigentlich unser Kollege? Ah, shit. Nice. Okay, das war dann mal alles. Da ist er ja. Und jetzt wieder zu ihm rauf, oder? Sie haben noch selber gesichert, gehen Sie zu ihm auf der Hotelbar zurück. Jo, machen wir mal. Oh. Sie sollten nicht hier sein, Shepard. Wollen Sie, dass ich gehe? Gehen? Denken Sie, ich würde Sie gehen lassen? Oh nein. Anolais würde Sie für das, was Sie hier getan haben, deportieren. Ich nicht. Wissen Sie, was man auf meiner Welt mit Kopfkillern macht? Ihre Männer haben Dreck am Stecken. Sie sind außer Dienst hier und brechen das Gesetz, weil sie geschmiert wurden. Ich wollte nicht gegen Sie kämpfen. Sie haben zuerst geschossen. Ich brauche keine Waffe, um die Stücke zu reißen. Scheiße, warum? Das ging jetzt gerade voll schief. Das bitte, danke. Mit ihr. Lacht einfach auf mich zu. Okay, sie ist down. Dann hätten wir eigentlich nur noch den Rest. Ich brauche ein Medikit. Ja, das war irgendwie zu erwarten. Das ist einfach nur ein böser Komplex hier oben. Mit lauter nur Iren. Sich gegenseitig hier abschlachten und böse Sachen entwickeln. Frage ich mal, was ist schlimmer, die Firmeninhaber oder die verrückten Wissenschaftler hier? Wo ist denn der? Okay, das war's. Hauen wir mal hier ab. Ah, das wird der Administrator sicher gut finden, dass wir ja hier das Sicherheitspersonal dezimieren. Commander, es gab Berichte über Lärm im Büro von SynIQ. Wissen Sie vielleicht was darüber? Ja, wir hatten so eine Afterparty und der Fernseher war ein bisschen lauter und haben dabei noch Terminator angeschaut. Also eigentlich nichts Besonderes. Das waren bestimmt Anolais Gauner, die alles auseinandernahmen.
Sie sind ein Klugscheißer, was? Gut, damit kann ich umgehen. Wir treffen uns auf einen Drink im Hotel, bevor Sie mit Keen reden. Ich werde auf Sie warten. Der hätte doch mit uns einfach mitgehen können. Wird uns bestimmt jetzt irgendwie dazu bringen wollen, dass wir die Beweise nicht weitergeben oder fälschen, aus welchen tollen Gründen auch immer. It's party time! Lass mich rein, lass mich rein, lass mich rein! Gut, dann... Entschuldigung, ich würde gern kurz mit Ihnen reden. Ich will aber nicht. So, quatsch mal mit dir. Wenn ich mich nochmal vorstellen dürfte. Parasini, interne Ermittlungen aus Noveria. Was wollen Sie? Die Direktoren wissen von Anolees Korruption. Ich arbeite seit 6 Monaten undercover. Ich will, dass Sie Keen überreden, vor den Direktoren auszusagen. Dank seiner Beweise kann dieser Planet wieder profitabel geführt werden. Ich brauche Keens Garagenpass, um meine Mission beenden zu können. Wenn Sie mir helfen, bekommen Sie alles, was Sie brauchen. Quid pro quo. Anolees hat Dreck am Stecken. Es wäre besser, ihr zu helfen. Hören Sie, Shepard. Mir gefällt das auch nicht. Spectres treiben Schindluder mit dem Gesetz. Das ist schlecht fürs Geschäft. Ich bin mir nicht sicher. Andererseits bin ich auch ein bisschen badass, ne? Keen hat mir Geld angeboten. Was ist mit Ihnen? Ich kann Ihnen eine Kopie von Anolees Pass geben. Aber ich kann keine großen Summen verschieben, ohne dass man es merkt. Ah, gut. Okay, ich rede mit Keen und versuche, ihn zu überzeugen. Vielen Dank. Sie wissen, wo Sie mich finden. Sagen Sie mir Bescheid, wenn er mitspielen will. Beim Empfang? Ja, bin aber gespannt, wie er die Idee so findet, aber vermutlich ist er nicht davon begeistert. Schön, Sie zu sehen, Spectre. Gibt es Neuigkeiten bezüglich der speziellen Angelegenheit? Ich habe den Job erledigt. Aber ich wurde von einer internen Ermittlerin kontaktiert. Sie möchte, dass Sie gegen Anolees aussagen. Nun, da Sie mein Eigentum haben, wollen Sie mir vorschreiben, was ich damit mache. Ich habe kein Interesse an einem öffentlichen Spektakel. Ja, das mit dem Überreden sollte man vielleicht nochmal skillen. Dann hätten wir ein paar mehr Optionen. Ich musste fragen. Wenn Sie nicht wollen, dann nehmen Sie die Beweise. Ich weiß Ihre Diskretion zu schätzen. Hoffentlich bin ich nie wieder so sorglos, um in eine solche Situation zu geraten. Ich glaube, Sie brauchen einen Garagenpass. Zusätzlich würde ich Ihnen 500 Credits anbieten. Wäre das okay für Sie? Durchaus okay. Viel Glück, Mr. Keen. Danke für Ihre Hilfe. Ich gehe davon aus, dass mein Büro demnächst noch profitabler sein wird. Ich muss ein paar Leute anrufen. Als erstes Mr. Anolees. Zum schönen Erpressen, war ja klar. Okay, dann gehen wir mal zur Garage und dann haben wir hier mal ab. Ich mag die Leute hier nicht. Doch bestimmt eine Mod, dass du hier sprinten kannst. Da schaue ich vielleicht demnächst mal nach. Das wäre schon eine Erleichterung. Das glaube ich war ja... Ja, das war auch wieder hier rein. Und dann einfach straight durch. Mal quatschen. Spectre, was? Ja, der bin ich. Ich war früher Techniker beim Militär. Außer Maekos Leuten sind hier alle bei irgendeiner Firma. Sie sitzen rum und trinken teures Wasser. Was kann ich heute für Sie tun?
lokale Neuigkeiten. Sie scheinen ein Ohr für Neuigkeiten zu haben. Was ist denn hier so los? Da waren die Probleme auf Gipfel 15. Anoleis hat den IQ schließen lassen. Und an einem Matriarchen kam vorbei. Ja, das wissen wir schon. Ich muss gehen. Ich bin hier, falls Sie was brauchen. Nö, außer du hast bessere Infos. Der Zugang zur Garage ist beschränkt. Ich bin autorisiert. Entschuldigen Sie mich. Ja, der ist echt. Gute Fahrt. Das Wetter im Aleutstal soll ziemlich übel sein. Habt ihr die Augen gerade gesehen? So ungläubig. Oh. Oh. Nicht du schon wieder. Ja, ihr könnt's mal so bleiben. Das packen die Asari also in ihren Kisten. Mach du das mal. Halten Gott sei Dank nicht viel aus. Nein, du Arsch. Das bitte. Was sind das für Dinger? Ausschwärmen und das Gebiet sichern. Niemand kommt rein oder raus. Ja. Was haben Sie hier gemacht, Commander? Die Geth haben uns angegriffen, wir haben uns gewehrt. Das ist alles. Geth? Sie erwarten, dass ich... Wo sind die hergekommen? Ich vermute, dass sie in den Frachtcontainern waren, mit denen die Matriarchin ankam. Das glaube ich nicht. Die haben wir gescannt. Darin gab es keine Energiequellen, kein Element Zero. Wenn diese Dinger in Benesia Samas Containern waren, dann sind da draußen noch mehr. Ich brauche Zahlen, Commander. Ein Dutzend? 100? Wenigstens ein Dutzend. Das sind Maschinen. Die brauchen nicht viel Platz. Ich muss das den Direktoren melden. Wenn die Investoren von herumlaufenden Geth erfahren, geraten sie in Panik. Ihr habt vermutlich noch viel größere Probleme als wir nur das. Gut, das ist mal nicht unser Vehikel. Oh, da gibt's Sachen zum Einsammeln. Das ist immer nice. Also, der kommt mir bekannt vor. Ist aber nicht unserer. Okay. Gut. Bevor es jetzt hier losgeht, liebe Leute, ich mache noch mal ganz kurze Pause. Ich muss vor allem meine Katzen füttern, sonst hören die nicht mehr auf, mich zu nerven. 5-7 Minuten, dann bin ich wieder da. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ihr hört es schon im Hintergrund. Da wird fleißig gemauzt. Also, bis gleich.